ich stehe hier heute Morgen im November auf dem Marktplatz von Paderborn und wie ihr sehen könnt, bereitet sich Paderborn auf den Weihnachtsmarkt vor, der hier in 14 Tagen starten wird. Wenn ihr kommen werdet, sieht es hier ganz anders aus. Dann wird hier auch ganz viel Leben sein. Hier stehen Stühle auf den Plätzen, die Leute trinken in Cafés Kaffee. Ihr werdet wahrscheinlich auch ganz anders gekleidet sein als ich. Und Paderborn freut sich auf das Libori-Fest, was hier auch wieder stattfindet und viel Leben und Trubel in die Stadt bringt. Mit mir ist heute Morgen meine liebe Kollegin Heike hier. Heike, schön, dass du da bist. Ich bin immer baff erstaunt, wie sehr Heike sich doch über Paderborn auskennt und wie viel du über unsere Stadt weißt, Heike. Ja, ich bin ja auch seit über 10 Jahren als Stadtführerin hier in Paderborn auch tätig unter anderem. Und natürlich führe ich alle Besuchergruppen, ob Paderborner oder auswärtige Gäste, natürlich auch immer hier auf den Marktplatz. Denn wir haben hier natürlich ein ganz besonderes Gebäude, das auf diesem Marktplatz einfach ganz zentral ist. Stimmt. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Also mich beeindruckt ja immer, wenn ich darüber nachdenke, wie alt der Dom schon ist. 800 Jahre, das ist eine Zahl. Wenn man darüber nachdenkt, wie das Leben hier ausgesehen hat in Paderborn, 800 Jahre zurück. Genau. Vor 800 Jahren hat man also den ersten Grundstein sozusagen circa gelegt. Und wir können ja einfach mal näher an den Dom herangehen. Und dann erzähle ich dir und euch natürlich etwas zur Baugeschichte des Doms. Ja, gerne. Dankeschön. Sag mal, Heike, sah der Dom denn vor 800 Jahren auch schon so aus? Nein, so sah er nicht aus. Hier stand schon ein Vorgängerbau. Also es gab schon vor dem heutigen Dom einen anderen Bau. Aber Bischof Bernhard hat Anfang des 13. Jahrhunderts entschieden, einen neuen Dom zu bauen. Und das war ganz schön mutig. Mutig? Wieso? Ja, weil er ja schon ein erwachsener Mann war und wusste, dass man ungefähr 50 Jahre alt wurde. Das heißt, ihm war klar, dass er den fertigen Dombau nie sehen würde. Und trotzdem hat er Geld gesammelt, hat Bauleute, Material hierher geschaffen, um mit dem Neubau des Doms zu beginnen. Tja, das wäre ja so, als wenn ich ein Haus baue und ich weiß genau, ich ziehe da nie ein und ich werde es wahrscheinlich auch nie sehen, wie es fertig aussieht. Ich hatte eine Idee, wie es mal werden kann, aber ich werde das Ergebnis nie sehen. Ganz genau. Und so ging es seinen drei Nachfolgern auch. Mhm. Also insgesamt weiß man, dass in dieser gut 70-jährigen Bautätigkeit, bis der Dom fertiggestellt war, es 4 Bischöfe gegeben hat, die alle immer wieder Geld gesammelt, Material zusammengestellt, Bauleute hierher geholt haben, um den Dom am Ende als neuen Dombau fertigzustellen. Man wollte neu und modern bauen, hatte sich orientiert an französischen Kirchbauten, an Kathedralen und wollte genauso hier eine ebenso moderne Kirche in Paderborn bauen. Boah, das schwankt total, wenn man am Turm hochguckt. Vor allen Dingen, wenn die Wolken dahinter so ziehen. Ja, das geht mir auch so. Schätz mal, wie hoch der Turm ist. Oh Gott, da bin ich schlecht in sowas, Heike. 78 Meter? 93 Meter. 93, okay. Ja, so hoch wie die Freiheitsstatue in New York. Ja, die habe ich noch nicht gesehen. Guck, und da auf der Turmspitze befindet sich noch dieses goldene Doppelkreuz. Ja. Schätz mal, wie hoch das ist. Vielleicht so groß wie ich. Ja. Ich bin so 1,76. Mhm. 5,75 Meter. 5,75 Meter? Boah, nee, das sieht man aber überhaupt nicht gerade. Sag mal, und jetzt sind da so viele Löcher in dem Turm. Mich erinnert das ja irgendwie an eine Ritterburg oder sowas, an so Schießscharten. Ich vermute jetzt nicht, dass aus diesen Löchern geschossen wurde, aber da weißt du bestimmt was, oder? Ja, das sind sogenannte Schalllöcher. Aha. Der Name kommt daher, weil in dem Turm insgesamt tatsächlich 10 Glocken sich befinden und die natürlich ihren Klang auch nach außen in die Stadt tragen wollen. Und man hört jetzt passend sogar gerade den Klang der Glocken. Es wird jetzt 4-mal läuten und danach tatsächlich nochmal 11-mal, weil wir jetzt 11 Uhr haben. Okay, stimmt. Wo starten wir, Heike? Wir gehen jetzt zum ältesten Teil des Doms hier im Westen. Wir sehen uns jetzt den Domturm sozusagen noch mal ein bisschen genauer an und die Kirche, die sich daran direkt anschließt. Und man sieht sehr schön, ne, dass die ältesten Fenster hier im westlichen Teil genauso rund gebaut sind wie die Schalllöcher. Ne? Also ja, auch genauso eine entsprechende Rundung im oberen Bereich auch haben. Mir fällt ja auch auf, dass hier auch so viel geflickt worden ist. Ne? Guck mal da, der Bogen, oder noch auffälliger ist das da oben. Da sieht man richtig, dass da verschiedene Menschen am Dom gebaut haben. Ne? Ist da vielleicht mal was kaputt gegangen oder so? Genau, also das ist sicherlich auch immer mal wieder
ausgebessert, geflickt worden, wenn etwas kaputt gegangen ist, sodass man hier sehr schön sehen kann, dass das eine lebendige Mauer ist, die über viele Jahrhunderte immer mal wieder auch, wie gesagt, ausgebessert wurde, auch neue Veränderungen dadurch erfahren hat. Sollen wir mal ein bisschen näher ans Mauerwerk rangehen? Ja. Weißt du, wo die Steine herkommen? Also auf jeden Fall hier aus der Region, denn man wusste ja damals auch schon, kurze Transportwege sind wichtig. Man hatte noch keine LKWs, mit denen man die hierher bringen konnte, sondern hat das mit Handkarren, mit Pferdefuhrwerken maximal gemacht. Und so hat man natürlich geguckt, dass man möglichst kurze Transportwege hatte. Ich habe mal eben gezählt, alleine die unterste Reihe sind, glaube ich, über 20 Steine. Ne? Wenn man sich jetzt überlegt, wie viele da überhaupt für diese kleine Wand gebraucht wurden, ist schon Wahnsinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Zumal man ja auch nicht wie heute motorbetriebene Kräne hat, die Steine in die Höhe transportieren, sondern es gab maximal so Tretkräne, die dann hier eingesetzt wurden auf diesen Dombauhütten und mit reiner Muskelkraft sozusagen die Steine dann auch nach oben transportiert wurden. Was für eine Arbeit, ne? Ich habe in meinem Garten mal eine Mauer gesetzt mit noch kleineren Steinen und die waren schon so schwer, dass die abends aber richtig Rückenschmerzen. Ja, also man sieht, dass hier viele Menschen sicher am Werk waren, die mit viel körperlichem Einsatz in vielen, vielen Jahren dann entsprechend die Domkirche überhaupt hier erst bauen konnten. Dann kann man auch verstehen, warum sowas 70 Jahre dauert, oder? Auf jeden Fall. Wir haben euch die letzten 5 Minuten mitgenommen, den Paderborner Dom von außen zu erkunden. Wenn ihr wissen möchtet, wo in Paderborn das Paradies zu finden ist, dann klickt hier. Und habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was eure Kraftquellen sind? Wir sind hier auf Menschen in Paderborn getroffen, die tatsächlich in diesem alten Gebäude einen Kraftort gefunden haben. Was die euch zu erzählen haben, könnt ihr hier schauen.